Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute ist was ganz Besonderes. Und zwar sind die Jungs von Retro Plays auf mich zugekommen und wollen eine Verlosung sponsoren. Ja, im Prinzip zeige ich euch in diesem Video mal so kurz, was ist die Seite Retro Plays, was kann man da alles machen und wieso benutze ich die auch schon seit Jahren. Und dann sage ich euch dann später, wie ihr an der Verlosung teilnehmen könnt. Und natürlich das Wichtigste, was es zu gewinnen gibt. So, das ist also die Seite retroplays.com. Ja, ihr kommt zu der Seite, indem ihr auf retroplays.com geht. Ich weiß, riesen Überraschung. Und im Prinzip bietet euch die Seite zwei verschiedene Aspekte. Einmal den Marktplatz, wo ihr super Spiele kaufen und verkaufen könnt. Wenn ihr verkauft, übrigens ist es günstiger, was von den Gebühren angeht, als wenn ihr es jetzt bei eBay verkauft. Und natürlich die Sammlungsverwaltung, was ich ein sehr, sehr schönes Tool finde und auch ich für mich persönlich benutze. Ich zeige euch mal, wenn ihr euch registriert habt, hier oben rechts ein Profil. Ich zeige euch einfach mal mein Profil. Hier seht ihr, ist schon so grob aufgeteilt: Sammlung, Wunschliste, Angebote und folgt. Also das sind meine momentanen Angebote, die ich zum Verkauf anbiete. Da sind momentan ein paar dabei, zum Beispiel hier Super Nintendo. Wenn ihr mich da also sucht, könnt ihr gerne meine Sachen kaufen. Das nutze ich immer ganz gerne, um ein paar Mal meine Sammlung etwas auszudünnen, ein bisschen umzuschwenken und alles, weil ich das Verkaufen hierüber eigentlich sehr, sehr bequem finde und vor allem, wie gesagt, die Gebühren sind halt logischerweise auch billiger. Aber ich zeige euch mal, wie ihr hier die Sammlung verwaltet. Ich muss natürlich gestehen, sammlungsverwaltungsmäßig, ich habe hier nicht sehr viele Spiele drin, weil ich da so ein bisschen faul bin, weil natürlich meine ganzen Spiele, die ich hier an der Seite habe, das sind ja über 300 Spiele insgesamt über alle Systeme, hier alle einzugeben, bin ich etwas zu faul, muss ich sagen. Aber wie macht ihr das? Und zwar habt ihr hier oben die große Suche. Dann habt ihr erstmal hier drei Suchoptionen. Ne? Einmal Marktplatz, Datenbank und User. Dann machen wir mal hier Datenbank. Und gehen wir zum Beispiel ein Super Mario Land. So. Dann gibt er hier ein paar Spiele raus. Ne? Natürlich hier für den Gameboy logischerweise. Ich gehe hier mal an. Und dann zeigt er hier automatisch an alle Versionen, die es dafür gibt. Und hier habt ihr mal zwei Symbole. Einmal zur Sammlung hinzufügen und einmal zur Wunschliste hinzufügen. Zur Sammlung hinzufügen, ich habe die deutsche Version, die habe ich hier anscheinend noch gar nicht reingepflegt. Mache ich das einmal. Hier habt ihr natürlich auch so verschiedene Unterarten, wie zum Beispiel diese Gameboy Classic Serie und ähnliches. Und was ich persönlich richtig schön finde und auch wirklich sehr oft benutze, ist das hier, nämlich zur Wunschliste hinzufügen. Und zwar, ihr empfehlt mir ja auch zum Beispiel immer mal wieder Spiele in den Kommentaren. Ne? Vor allem, hey Panda, guck dir doch mal Spiel XY an, das ist gar nicht so schlecht. Dann gebe ich mir das immer da ein und verwalte damit meine Wunschliste, damit ich einfach mal so ein bisschen im Hinterkopf behalte, hey, welche Spiele hättest du denn noch gerne? Und diese Verwaltung ist einfach super. Hier ist zum Beispiel gerade meine aktuelle Wunschliste. Es ist gut gefüllt, wie man sieht, es sind ein paar gute Spiele, zum Beispiel hier Hammering Harry natürlich, so ein bisschen der heilige Gral, der super teuer ist, oder King Arthur's World, so gesehen, wurde ihm auch schon öfter in meinen Kommentaren empfohlen und so weiter. Und das ist einfach eine super Sache, um den Überblick zu behalten und sogar auch für, ich sag mal, Externe. Weil meine Freundin hat zum Beispiel gefragt, hey, was kann ich dir eigentlich zu Weihnachten schenken? Ich weiß, du sammelst das, aber ich habe da keine Ahnung. Habe ich einfach mal so den Link zu der Wunschliste geschickt, so als Inspiration. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Soviel zur Sammlungsverwaltung. Wie gesagt, ihr könnt natürlich hier noch ein Profil erstellen, selber kaufen und verkaufen. Aber zu dem Marktplatz kommen wir jetzt gleich. Und zwar, wenn ihr auf der Startseite seid, apropos Wunschliste, ist es auch ganz praktisch, dass wenn ihr hier ein bisschen nach unten scrollt, hier ist es natürlich erstmal, was jetzt alles neu in den Shop hier reingekommen ist. Und hier unten steht auch drin, was in der Wunschliste hier auch wirklich aktiv ist. Also da könnte ich jetzt hier sofort zugreifen. Aber Marktplatz kommen wir jetzt. Und warum ich euch jetzt so genau zeige, weil steht ja noch die Verlosung im Raum. Und auf dem Marktplatz kommt hier wenig überraschend, wenn ihr hier oben auf Marktplatz klickt. Also im Prinzip, der Marktplatz ist so eine Art quasi eBay, spezialisiert auf Retro-Spiele. Ihr seht hier auch schon, was hier alles neu eingetroffen ist. Da könnt ihr natürlich mit verschiedenen Systemen filtern.
Und eins vorweg, wenn ihr die Seite mögt und da mal vorbeischauen möchtet und auch was kaufen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr unten meinen Affiliate-Link benutzt. Wenn ihr da draufklickt und da was kauft, dann bekomme ich so eine kleine Provision, ihr zahlt nicht mehr und unterstützt mich dabei und habt dadurch keine Nachteile, würde ich mich durchaus natürlich freuen. Und jetzt kommen wir dazu, wie ich das hier immer nutze. Und hier, wie ihr seht, sind hier alle möglichen Retro-Systeme natürlich aufgelistet. Da ich hauptsächlich Gameboy-Krams mache, wähle ich es dann natürlich jetzt mal Gameboy aus. Und dann Region nehme ich mal Europa. Und zwar machen wir jetzt eine Art Shopping. Und zwar, die Jungs von RetroPlays haben mir ein gewisses Budget zur Verfügung gestellt und gesagt, hey, stell uns einfach mal bitte unsere Seite vor und kauf mal ein paar Spiele und die finanzieren wir und die kannst du dann verlosen. Haben alle Leute was davon und deswegen möchte ich euch zeigen, was wir jetzt alles, ja, was ihr gewinnen könnt. Und wo haben wir Europa? Ich bin gerade blind. Erzählen und hier was rausfinden ist gar nicht so einfach. Da haben wir. In Deutschland, ich suche jetzt mal nur europäische Versionen raus, die hier interessant sein können. Und da seht ihr schon die Angebote, natürlich alle mit Preis. Hier habt ihr immer so einen kleinen Indikator, wie ist der Zustand. Das muss man natürlich alles selber angeben. Ist er gut, akzeptabel, sehr gut und so weiter. Bei sehr gut müsste es auch schon so sein, dass die OVP mit dabei ist. Und ich gehe hier zum Beispiel hier auf einen Artikel. Und da seht ihr auch schon meistens das Foto. Natürlich jetzt auch nicht immer. Ihr kennt es bei eBay. Manche stellen es also einfach so rein. Und dann könnt ihr es im Warenkorb packen und dann im Prinzip kaufen. Den weiteren Kaufprozess zeige ich euch jetzt nicht so detailliert, weil da geht es natürlich auch um Adressen, wo ich es mir immer alles hinschicken lasse und sowas. Das möchte ich jetzt ungern alles öffentlich machen. Aber die Bezahlung ist per PayPal oder ähnliches, ist das alles durchaus möglich. Ja, und dann haben wir hier nämlich schon mal die Auswahl. Wie gesagt, ich habe eine gewisse Summe im Kopf, die ich hier raushauen kann. Und gucken wir mal, was denn vernünftig ist. Und zwar, ich würde hier auf jeden Fall sagen, Dr. Franken. Dr. Franken ist ein super Spiel. Zustand sieht auch ganz gut aus. Den Verkäufer Media Weißer, den kenne ich auch. Habe ich schon öfter bestellt. Die liefern gut und zuverlässig. Also packen wir das mal in den Warenkorb. Wie ihr seht, addiert sich das alles hier in den entsprechenden Korb. Ich versuche jetzt einfach mal so ein breites Schema quasi auszusuchen, dass ihr auch was Schönes habt, wo ich was wirklich auch empfehlen kann. Und zwar gucken wir mal, was es hier sonst so gibt. Titus the Fox tue ich euch nicht an, auch wenn es hier die Game Boy Color Version ist. Preisniveaus sind natürlich durchaus unterschiedlich. Mal auf der nächsten Seite gucken. Small Soldiers habe ich letztens einen Test gemacht. Ja, ist nicht so geil. Aber ich würde sagen, hier. Simpsons. Das muss sein. Das muss sein, auch von Media Weißer. Weiß ich, dass sie vernünftig sind. Entschuldigung, aber ein quetzig Titel, weil das vor allem für mich so eine Kindheitserinnerung ist, weil ich mich da damals wirklich gequält habe ohne Ende. Genau. Und das sind von der europäischen Version. Ich gehe mal zurück. Und ja, dann würde ich sagen, hier übrigens, wenn ich jetzt das hier sehe, Shapeshifter, ne, für 130 Euro. Macht es nicht. Bei Green Boy Games, die sind zwar notorisch ausverkauft, aber ab und zu bekommt ihr das mal und da zahlt ihr die Hälfte, wenn überhaupt. Deswegen Skyper, denkt dran, nicht unterstützen. Nehmen wir hier nochmal Asterix dazu und ich nehme an, die Qualität wird auch gut sein, auch vom selben Anbieter. Yep. Sieht vernünftig aus. Ich will euch natürlich jetzt auch nur gute Qualitäten anbieten. Ne? Und gucken wir mal. Frag mich gerade, ob ihr Bock auf Days of Thunder habt. Aber ich würde sagen, wir nehmen hier mal noch einen weiteren Klassiker. Dexterity, boah. Zustand sieht in Ordnung aus. Und ja, ich würde sagen, die vier Spiele, die kommen zur Verlosung. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was müsst ihr dafür tun? Ich könnte natürlich jetzt hier irgendwie so übertriebene Sachen euch aufzählen. Dies und dies und dies und dies. Nein. Haut einfach in die Kommentare rein, einen Kommentar mit Hashtag RetroPlays und unten stehen nochmal die Bedingungen und natürlich auch das Datum, bis wann ihr das gemacht werden müsst. Das habe ich mir natürlich jetzt nicht überlegt. Ich mache dann zur Auflösung noch ein extra Video, da gibt es ja diese tollen zufälligen Kommentar-Pick-Generatoren.
und macht ein Video, wer gewonnen hat und wie wir dann weiterverfahren, wird dann, sage ich dann alles in diesem Video. Und wie gesagt, RetroPlays ist eine wunderbare Seite, nutze ich sehr gerne und sehr oft habe ich immer mal wieder Spaß dran. Vor allen Dingen diese Wunschlistenfunktion und auch der Marktplatz, den finde ich persönlich wirklich super. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link dafür benutzt. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr vielleicht dieses 4-Spieler-Paket gewinnt. Macht's gut!